Ich habe meine Mütze aufgesetzt und das mache ich nur, wenn es was ganz Besonderes gibt, wie die Ankunft meiner BA94, die schon vor 2 Tagen hier eingetroffen ist. Ich bin schon ganz heiß drauf, diesen Karton endlich mit euch zu öffnen. Da habe ich jetzt die letzten Tage meinen ganzen Überlebenswillen dran gehangen. Außerdem ist zwischendurch noch ein zweiter Karton eingetroffen von eBay Kleinanzeigen. Machen wir auch zusammen auf. Habe ich jetzt nicht in den Videotitel mit reingeschrieben. Wenn es euch interessiert, was da drin ist, bleibt einfach dran. Hi Leute, schön, dass ihr dran geblieben seid. Zuallererst möchte ich mich ganz herzlich für die vielen Wünsche bedanken, die mich erreicht haben nach meinem letzten Meldungsvideo, dass ich nicht nach Gießen fahren kann. Ich wollte aber kein Mitleid einheimsen. Naja, vielleicht ein ganz klein wenig. Aber nachdem es mir zwischenzeitlich eine ganze Ecke schlechter ging als an dem ersten Morgen, an dem ich das Video gedreht hatte, bin ich jetzt auf dem Weg der spürbaren Besserung. Ich bin noch positiv. Ich habe mich gestern das letzte Mal getestet. Das war der 15. Juni. Jetzt schaue ich mal am kommenden Sonntag wieder, wie es da aussieht. So, aber nichtsdestotrotz packen wir jetzt hier die beiden Kisten aus. Dass die BA94 jetzt überhaupt hier auf meinem Tisch steht, das habe ich dem Klaus aus Thüringen zu verdanken, der Platz in seiner Vitrine schaffen musste. Und man soll die Gunst der Stunde nutzen. So, jetzt ist er da und da freue ich mich. Zuerst machen wir vielleicht aber diesen kleinen Karton auf und schauen da zuerst rein, bevor der große Darsteller kommt. So, zuerst setzen wir aber die Mütze ab, sonst kommen wir noch ins Schwitzen. Dann starten wir mal mit dem kleinen Paket. Ich bin schon so gespannt. Ein Wagen von Lenz. Und nicht irgendein Wagen, sondern ein Verschlagwagen. Artikelnummer 42221. Der ist, glaube ich, vor 10 Jahren, 2012 sind die rausgekommen. Gab eine Variante mit und eine ohne Bremserhaus. Noch ordentlich verklebt. Ah, das sieht doch mal schön aus. Sieht wirklich nahezu neuwertig aus. Also wenn überhaupt neuwertig. Auch die Räder haben keine sichtbaren Laufspuren. Sehr schön, obwohl es ja nun schon ein älteres Modell ist. Warum habe ich mir den überhaupt besorgt, werdet ihr vielleicht fragen. Hier, Deutsche Bundesbahn. Ich denke, der macht in deutscher Reichsbahn-Epoche 3. Ja, diese Verschlagwagen mit und ohne Bremsehaus, die gab es identischerweise auch bei der Deutschen Reichsbahn.
Und da die Modelle ja ein bisschen in der Spur 0 rarer gesät sind als bei der Deutschen Bundesbahn, kann man ja den mit seiner doch recht überschaubaren Beschriftung hier einfach hernehmen und umbeschriften. Und dann macht man halt einen deutschen Reichsbahnwagen draus irgendwann. Dann kann man die Türen öffnen, zwei Etagen. Die Verschlagwagens waren ja für den Viehtransport gedacht, für Kleinvieh in dem Fall. Man hatte ja zwei Etagen drin. Sozusagen konnte man, was weiß ich, Geflügel, Hühner, Enten, Gänse, ich glaube auch Ferkel hat man damit transportieren können. So, und durch die Belüftung halt eben. Vom Konzept her zu meiner Anlage wollte ich jetzt eigentlich keinen Tiertransport haben. Aber was mich noch bewogen hat zum Kauf dieser Wagensorte, ist, dass ich mal recherchiert habe, ob auch noch andere Dinge mit diesen Verschlagwagen transportiert wurden. Und bin darauf gestoßen, dass ja, und zwar auch gar nicht mal selten. Dadurch, dass die Wagen halt belüftet waren durch die luftdurchlässigen Bordwände, hat man die auch gerne hergenommen, um damit zum Beispiel Pflanzen, Blumen oder Gemüse auch zu transportieren. Und da hat mal einer im Forum berichtet, dass er mit eigenen Augen Verschlagwagen gesehen hat, auf dem oben die obere Etage voller Rotkohl war und die untere Etage voller Weißkohlköpfe. So, also das klingt doch wieder nett, Lebensmitteltransport. Ja, und jetzt haben wir passenderweise gleich mal einen Wagen, den wir dann an die BR94 hängen können und mal schauen, ob An- und Abkuppelvorgang gut funktioniert. Passt doch. So, dann wollen wir jetzt mal das Paket des Tages öffnen. Des Tages, der Woche, des Monats, das Paket des Monats wollen wir jetzt öffnen. Ich bin schon ganz gespannt. So, es wird angeschnitten. Verklebt ist es erstmal schon sehr gut. Ah, da ist der Karton. Noch ein paar Kupplungen hat der Klaus damit reingelegt und noch ein paar andere Kleinteile. Das ist aber nett. Vielen Dank schon mal, Klaus, auf diesem Weg. Schaue ich mir da noch genauer an. Ist hier noch was drin? Kleine Gehwegpfosten, so Geländerpfosten oder sowas, Absperrpfosten. Ja, nett. Danke, Klaus, für die vielen Kleinteile. Schaue ich mir dann noch alles genauer an. Schwer, schwer. Tenderlok BR94 1292, Deutsche Reichsbahn Epoche 3, Artikelnummer 40296-01. Die Stückzahl von der Deutschen Reichsbahn-Variante war sicherlich ungleich kleiner als die der verschiedenen Deutschen Bundesbahn-Versionen. Die Zielgruppe ist auch ein bisschen kleiner und die war leider schon ausverkauft, als ich zu Spur 0 gestoßen bin. So, und jetzt habe ich sie endlich gefunden. Die ist bisher quasi nie aufgetaucht, jedenfalls da, wo ich überall war. Ich habe die schon lange gesucht. Und klar, ich habe einen YouTube-Kanal, hätte ich ja mal einen Aufruf machen können. Leute, ich suche die und wenn ihr sie irgendwo seht, in einem Laden, auf einer Messe, bei einer Auktion, gebt mir kurz Bescheid. Hätte ich vielleicht auch gemacht. Mit dem Gedanken hatte ich schon gespielt. Aber es hat ja nicht wirklich was gedrängt und jetzt hat es von alleine geklappt und jetzt bin ich happy. So, schauen wir uns mal den Karton an, gehen wir mal von innen nach außen, wie bei einem Sarkophag. Habe ich gerade von innen nach außen gesagt? Ich meinte natürlich von außen nach innen. Also der Karton selber sieht ja aus wie neu. Da ist ja kaum eine Gebrauchsspur dran.
Das lässt natürlich auch auf die Neuwertigkeit des Inneren hoffen. Dann werden wir den Deckel mal anheben. Dicke Platte. Dann haben wir hier Echtkohle im Beutelchen. Wird scharf, erkenne ich jetzt gerade nicht. Dann die beiden Aufstiegsleitern, also zwei Aufstiegsleitern zum nachträglichen Anstecken. Ein Werkzeug, Inbusschlüssel, muss man die Lok schon reparieren etwa? Kommt die schon kaputt angeliefert? Nein, glaube ich nicht. So. Und das Zubehör fürs Rauchen, das Destillat und die Spritze dazu. Der Klaus hat die schon mal ausprobiert. Also er hat sie ausprobiert, die Lok auf die Funktion inklusive Rauchfunktion, und dann stand es in seiner Vitrine die ganze Zeit. So, das noch. Die Platte hier und noch die Platte. So, und dann kommen wir zum inneren Sarkophag. Geht's schon auf. So, unten auch nochmal eine Schaumstoffplatte drin. Also so Lenz-typisch super verpackt. Die Anleitung, wie man es auspacken soll. Ah, mit Klettverschluss. Hier ist die Bedienungsanleitung. Geschrieben. Drehe ich den Karton mal um. So. Am Klettband herausheben steht auf der Anleitung. Dann machen wir das mal. Also auch der innere Karton sieht aus wie neu. Keine Gebrauchsspuren dran. So, und jetzt muss mal weiterlesen. Die Klettbänder werden noch nicht entfernt, steht da. Wir müssen die erstmal umdrehen, die Schachtel mit den Klettbändern dran. Also machen wir das auch. Ein Glück, dass ich nochmal nachgelesen habe. Passiert noch ein Unglück ansonsten. So. Also auf den Kopf drehen. So, und jetzt brauchen wir das Werkzeug. Lösen Sie die beiden Schrauben komplett. Aha. Lang, 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 lang. Und die andere. So, beiseite legen.
jetzt die Verpackung wieder umdrehen. Und jetzt werden die Klettbänder verlöst. Und nun wird die Verpackung vorsichtig abgehoben. So, jetzt soll die Haube vorsichtig abgehoben werden. Ihr werdet vielleicht denken, warum macht der jetzt nicht schneller ein Brimborium hier? Aber wisst ihr was? Warum mache ich das so? Weil ich es kann. Weil es mir gerade so Freude macht, das so Schritt für Schritt zu entkleiden. Also, heben wir das mal an. Ah, satt. Ich sehe es noch nicht jetzt. Ah. Da ist das gute Stück. Ganz klein wenig Staub ist drauf, aber das tut ja gar nichts zur Sache. Auch eine Vitrine ist nicht 100% staubfrei verschlossen. Sehr schön. So, schauen wir mal, wie lang und wie schwer die Lokomotive ist. So, Länge über Puffer liegt bei 280 mm. Das passt wunderbar, denn die Benchmark für meine Anlage ist ja meine Segmentdrehscheibe und die hat eine Bühnenlänge von 280 mm. Damit passt die Lok da perfekt drauf. Denn die Räder, also wenn ich mal die Räder messe, die haben 160 mm zusammen in der Länge. Also alles gut, denn auf meiner Anlage können natürlich nur Loks drauf, also ich kaufe mir nur Loks für meine Anlage, die auch 100% da verkehren können. Und damit gibt die Segmentdrehscheibe die maximale Länge der Loks vor bei mir. So, wie schwer? Mal schauen, dass wir hier das Präsentationsbrett gleich hernehmen. Das Präsentationsbrettchen alleine wiegt schon 538 Gramm. Jetzt gehen wir wieder mal auf Tage, also auf Null stellen und dann schauen wir mal. 1752 Gramm. Das ist schon ein ganz schönes Gewicht. Das verspricht Zugkraft. Dann setzen wir sie jetzt mal auf ein Gleis ins richtige Licht. So, mal richtig einfädeln. Da steht sie. So, noch die ganz kleinen Stäubchen für die Präsentation hier entfernen. Aber viel ist es nicht. Et voilà. Und was sagt ihr? Feines Teil.
Was ich bei diesen größeren Maßstäben so toll finde, ist eben auch diese Detailverliebtheit, die man hier an den Tag legen kann und auch umsetzen kann, was bei kleineren Maßstäben gar nicht mehr möglich ist. Wie jetzt zum Beispiel hier bei der Steuerung, da ist noch hier so ein ganz kleines, dünnes Gestänge, was hier so mitläuft, also sich mitbewegt beim Fahren zum Beispiel. Oder die vielen freistehenden Leitungen, alles so verschwurbelt, ineinander verschlungen und alles findet seinen Weg zu den Anschlüssen, wo es halt hingehört. Ja, ist das nicht Wahnsinn hier? Ist doch irre. Oder hier oben. Oder hier. Gar nicht vorstellbar in kleineren Maßstäben. Und das macht es aber aus, denke ich. So, super finde ich, dass der Lok so ein Tütchen Echtkohle beiliegt, weil das wird der Optik der Lok sehr, sehr gut tun, wenn man diese Nachbildung hier mit der Echtkohle überdecken kann. Was mir vorhin noch aufgefallen ist, ist, dass hier die linke Trittstufe hier ganz schön nach unten gebogen ist im Verhältnis zur rechten Seite, wo sie ganz in Waage montiert ist. Da hat sie vielleicht mal einen Dotzer abbekommen. Wenn man so schaut, könnte auch so, sieht so nach einem Kleberest hier oben drauf aus. Ja, aber damit kann ich jetzt auch leben. Ich habe ja nicht den Neupreis für die Lok bezahlt. Und wenn sonst nichts weiter ist, also mit dem kleinen optischen Mangel, das fällt es auch nicht so auf. Damit komme ich klar. Sonst sieht alles okay aus hier. So, dann haben wir hier als Zubehör, wie gesagt, noch die zwei Aufstiegsleitern, die dann links und rechts jeweils hier drunter montiert werden können. Und dann sind hier noch die zwei kleinen Windabweiser drin, die hier so eingesteckt werden, wobei aber die eine Windabweiserscheibe leider zerbrochen ist. Aber auch das ist jetzt nicht dramatisch, da lässt sich ja Ersatz beschaffen. Und es ist hier noch drin ein kleiner Bügel, ein kleiner schwarzer hier, wo ich jetzt nicht weiß, wo er hinkommt. Ich ein bisschen rumgeschaut, habe ich aber nichts gefunden. Aber egal, werden wir schon rausfinden. Werfen wir mal einen Blick von unten auf die Lok. Sieht auch sehr gut aus. Keine nennenswerten Laufspuren an den Rädern zu sehen. Auch kein Schmutz oder ähnliches. Also macht einen sehr neuwertigen Eindruck technisch. Da freuen wir uns sehr. So, rollen wollen wir die Lok schon noch auf dem Gleis sehen, oder? Dann werde ich mal hier auf meinen letzten beiden verbliebenen Kästen, die hier noch im Keller sind, die anderen befinden sich noch in der Sommerwerkstatt zur Bearbeitung, ist ein bisschen gestockt jetzt durch Corona, werde ich jetzt hier ein bisschen Gleise auslegen, mal ganz schnell und anschließen und dann machen wir ein wenig Betrieb. So, ich habe jetzt hier ein Gleis mit einer Weiche aufgelegt und das langt ein bisschen zum Hin- und Herrangieren. Und wir starten mal und sie läuft ganz leise und seidenweich. So, das vordere Spitzenlicht schaltet man mit F0. Das hintere Spitzenlicht schaltet man mit F1. Funktioniert auch. F2 ist die Kupplung für beide Fahrtrichtungen. F3 Dampfgeräusch. Die F4 ist die Pfeife. F5 Rangierlicht und Rangiergang. Die F6 ist die Führerstandsbeleuchtung. Sieht man jetzt nicht, aber es funktioniert. Hat auch noch so einen kleinen An-Ausschalter-Klacken. So, F7 ist die Glocke.
F8 ist der Dampferzeuger und F9 ist die Rickenbach Gegendruckbremse. So, ich habe jetzt mal hier zum Testen 1 Milliliter Dampfdestillat abgefüllt in die Spritze. Füllen wir da mal ein. So. Und machen den Dampferzeuger an mit F8. Dann warten wir ein bisschen. Ah, geht los. Sound an. Der Dampferzeuger funktioniert schon mal. Perfekt. Jetzt rangieren wir mal an den Verschlagwagen. Ich habe noch ein paar Töne mehr gefunden. Auf der 12 habe ich noch eine Bahnhofsdurchsage. Einsteigen bitte, Türen schließen und Vorsicht bei Abfahrt des Zuges. Dann die 3, 10. Ne, die 14. Kann man selber bestimmen. Solange man drauf gedrückt hat, heißt es. Die 15, kürzer mit Schall. Die 16, Doppelpfiff. Die 17. Die Glocke klingt noch etwas anders als die normale auf der 7. Hört ihr den Unterschied? Die 7 und die 17 hat mehr Hall irgendwie drauf. So, die 18 ist auch noch ein Pfiff. Und die 19. Die war auch wieder so ein langer Pfiff, den man selber bestimmen kann. Ja, machen wir uns mal auf den Weg.
Ups, da hat sie es aber nicht eingehakt. Stimmt irgendwie die Höhe nicht exakt. Sieht jetzt aus, wie wenn wirklich ein bisschen die Kupplung an der Tenderlock ein bisschen höher sitzen würde. Da muss ich mal schauen, was da ist. Mal andersrum probieren. Ja, man kann hier unten sehen, dass die Kupplung der Lok etwas höher sitzt. Deswegen rastet das nicht ganz perfekt ein. Da muss ich mal schauen, was da ist. Aber das kriegen wir gelöst. Dann würde ich mal sagen, letzte Fahrt für heute. So, das war's für heute. Damit ist meine BR94 offiziell in Dienst gestellt. Ich freue mich. Das ist meine vierte Spur-Null-Lok und meine zweite Dampflok davon. Mir hat es viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen unterhalten. Das nächste Mal wird wieder gebaut. Bis dahin, bleibt schön gesund und bis bald.